Becebu. Warte mal, hier ist noch das Riesenriesenrad. Radius 4000. Könnten wir aber da hinten dran noch bauen. The Radius. Wie viele Leute fahren der? 48. Ja, ist okay. Also ich denke, das könnte sogar dafür sorgen, dass wir ins Plus kommen. Mit dem Nagito Runner. Maybe. Maybe. Ja gut, wir beobachten das mal eine Weile. Gucken. Food Porn, yay. Ah. Weiß ich nicht, das kann man so pauschal nicht sagen, boy. Nagito Coaster mit Esse vor der Tür. How great is that? How great is that? Gucken, ob wir noch mehr Essen haben. Szenerie! Mehr Essen, please. Ah ja, guck mal, Burger habe ich vergessen. Und Eis, oh, Eis. Beziehungsweise nur Creme. Eiskugel. Ah ja, klar, wir sind jetzt zum Spaß hier, komm. Eiskugel. Joink, there it is. Boom, voll der Nagito Coaster mit Esse. Eiswaffel, nee, brauchen wir nicht, nur die Kugel. That is great. Also wenn mal jemand... Oh, Kaffee, das hätte ich in meinem Coaster überall stehen. Überall, Kaffee. Cool. Joink. So, das ist schon mal irgendwie... Gedankenmanipulation, würde ich sagen. 97% nur durchs Essen. How the fuck? Na gut, whatever. Whatever. Achterbahnen, Fahrgeschäft Day. The Star Wheel ist jetzt echt nicht so der Reiser. Radius würde ich echt besser finden. Genau das, Kaffee. Kaffee. Chair O'Dix haben wir schon, ne? Na, ich weiß nicht, The Cube. Aber der ist auch wieder sehr wartungsintensiv, ne? Aber wir haben noch Kezebu. Also eigentlich ja. Weil The Radius ist verdammt teuer. Na gut. Das Essen scheint die Leute echt herzulocken. What the fuck? Okay. Wegen mir ist das in Ordnung. Ja, auf jeden. Kaffee ist allerdings immer beste. Solange Nagito Runner keine Ausfälle hat... Werden wir auch gut Geld damit verdienen. Jetzt können wir den Radius auch bauen übrigens. Fahrgeschäfte. Radius. Weil das Ding ist, das ist riesig. Ich erinnere mich. I remember that. Bam. Bam, bam, bam. Da. Right there. In the Boden drin. Sind wir überhaupt auf dem Boden? Ja, ne? Ja. Okay, dann. Bam. What the fuck? Alter, was ein Rieserad. Nice. Weg. Jawohl. Den ziehen wir natürlich erstmal darüber. Bis zum Eingang, der dann hier sein wird. Und da wird der Ausgang sein. I know that for a fact, because I will build that right now. Ist das alles so? Schwarz? Ja, ne? Oh, was stockt denn das jetzt so? What was that? I don't know. Egal. Komm, raus da. Rein da. Also hier erstmal. Zack, bam. Eingang platzieren. Der Eingang kommt dahin. Der Ausgang kommt natürlich dahin. So. So, Eingang mit dem Weg verbinde. Ja, 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 ja. Ich hoffe, das wird auch benutzt. Bin mir da noch nicht mal so sicher. Ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar, Nagito. Yay. Nee, nee, nee. Ich will hier die Warteschlange genau da haben. Ich denke, das ist sowieso zu lang. Aber ich will die Warteschlange genau da am Ausgang von dem Ding haben. So sieht's aus. Wow. Forge hat ein technisches Problem. Alles klar. Open. Aber bevor wir es vergessen, erstmal ein Dollar teurer. Radius. 2. Radius 2. Weil ich hoffe, dass sie jetzt, wenn sie da rausgehen, gegenüber direkt wieder reingehen. Das wäre super great. Aber ich glaube, das geht so nicht klar. Wie viel ist der Park denn jetzt wert? So viel kann nicht mehr fehlen. 2000. 1200, um genau zu sein, fehlt uns eigentlich nur noch.
100%. Cool. Einer ist eingestiegen. Awesome. So, und dann haben wir nämlich den ganzen Park mit allen Goldzielen erfüllt. Und lauter Essen im Nagito Runner natürlich. Das auch nicht unbedingt verkehrt. Off the line. Ja, das ist offline, das stimmt. Das stimmt. Okay, jetzt brauchen wir nur noch irgendetwas relativ Kleines. Mal Stuffiges. Mike Choi, Monte Choi hat gekündigt. Well, well, well. Warum? Ist er hier dumm angemacht worden, oder was? Ohne Scheiß, keiner mehr da. Hats Fantastic suckt halt aber auch, ja. Und Monte Choi suckt auch. Close that shit. Bye. Ob die jemals da weggehen. Hallo, ich habe den Laden geschlossen. Seht ihr das? Nee, nicht wirklich. Weil keine Sau da drin arbeitet. Ich sehe schon. Ich sehe das wohl. Müssen wir jetzt wieder einen einstellen. Was ist denn mit dem Personal? Ich meine, nicht, dass es mich interessieren würde. Wie gesagt, stell den nächstbeste Chines wieder ein, aber... Mizi Kang klingt schon nach Chinese. So, Monte Choi kann mir mal einen... lutschen, aber hart. Weil... The Sang Street, Sang Street. Der jammt jetzt da rein und dann geht das weiter. Natürlich. Natürlich. Ja, I don't care. By the way. Alright. Bye. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Was haben wir noch nicht gebaut? Die Monorail. Monorail. Wollte ich eigentlich verkaufen. Und zwar komplett. Kann ich das? Ich könnte, dann hätte ich natürlich wieder mehr Geld und hätte den Weg auch da durchziehen können. Fällt mir gerade mal so auf. Wie sieht es mit dem Nagito Runner aus? Das Warten war schnell vorbei. Nur 2% sagen, es sieht mir zu rasant aus. Dann geht's ja eigentlich. Dann geht es ja eigentlich. Ja, ich glaube, wir haben einen ganz guten Durchlauf da. Dünsch, quasi. So, wir brauchen natürlich... noch 1200 Dollar. Also vielleicht. Ich baue jetzt keine weitere Achterbahn mehr. Wir haben noch dieses kleine Riesenrad, was 2500 sogar kostet. Oder die Cebu, 2600. Ja. Aber, guck mal, so viel kleiner ist das gar nicht. So viel kleiner ist es gar nicht. Könnten wir sogar einfach hier hinstellen. Zwischen den Coaster. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Wenn wir denn die Kohle hätten, die wir natürlich nicht haben. Weil 2,5, wir beschleunigen das mal. Nagito Coaster kommt gerade angeheizt. Da-dum-dum. Wir haben jetzt 600, okay. Weil dann haben wir Gold abgeschlossen und im Grunde ist es dann auch erledigt. Dann war's das für den Park. Ja, also ich muss jetzt eigentlich nur noch schauen, dass ich das Geld dafür einnehme. Wey, da kommt der Nagito Coaster schon wieder. Ich bin mal gespannt, wie oft er noch hier vorbei heizt. Ja... wird nicht mehr so viel sein. Sind wir schon bei 800, naja. Also die Einnahmen halten sich auch in Grenzen. Wir hätten noch was gegen die Kriminalität tun sollen oder so. Ja, bitte. Bitte! So lange warte ich nicht auf Aeronauts. Was ist zu günstig? Was erzählen die mir? Was ist zu günstig? Die Aeronauts ist so billig. Nimm mal lang. Das kannst du aber glauben. Aeronauts ist zu günstig. Das ist aber auch das Einzigste. Okay, Aeronauts teurer mache. Of course, 45. Bam. Alright. That should be pretty good. Allerdings immer noch kein 2600. Mal gucken, was wir noch für Anforderungen an uns haben. That's fantastic. Sky Ace hat ein technisches Problem. Nicht viel Szenerie. Naja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Der ganze Park besteht aus Szenerie eigentlich. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Fahrtgeschäfte. 2,5. Alles klar. 2,2 haben wir. 2,3. 2,4.
Und 2,5. Indeed, 2,6. Okay, gibt es hier auch noch ein Riesenrad, direkt. So. Boom, und damit habe ich Gold erreicht. Allerdings baue ich das Ding trotzdem noch zu Ende. Rasen der Golem, schwere Ziele erreicht. Damit haben wir alle Ziele erreicht, alle Sterne, alles geil. Alles geil. Ein Gang. Ein Gang. Right there. Aus Gang. Na, aus Gang. Gang. Ja, genau. Right there. Beam. Beam. Eingang mit der Weg verbinde. Me wins. Me wins. Of course. Surprise. So, da geht's nicht weiter. So, okay. Und dann setzen wir den Eingang direkt dahin. Eben der Ausgang. Boom. Okay, und wir können das Ding eröffnen. Und ich habe den Weg kaputt gemacht. Das war natürlich jetzt echt geil. Was ist denn das hier? 6-7 Meter Weg? 7 Meter Weg? Echt? Oh shit, what happened? Oh man. What is this? What the fuck? Nicht cool, ohne Scheiß. Was zur Hölle? Ja, so. Sieht jetzt zwar nicht mehr so aus, wie ich es haben wollte ursprünglich. Aber hey, keine Ahnung, warum es jetzt den Weg hier zerwichst hat. Auf jeden Fall Star Wheel. $1 teurer machen oder 50 Cent und eröffnen. There we go. Lolz. Ein Zuschauerpark, den mache ich wahrscheinlich im Sandbox, wenn, ja. Pausiere hier gerade mal, weil das gefällt mir überhaupt nicht, wie das jetzt gerade hier aussieht. Das geht mir gar nicht ab. Gar nicht. Das muss gerade nochmal abgeschnitten werden. Genauso hier das. Jetzt können wir das nämlich gerade durchziehen und den Weg jetzt kleiner machen auf 4 Meter und wieder so verbinden. So sollte das aussehen. Ich weiß nicht, was das gerade sollte oder warum das Game es einfach nie rafft. Aber was soll's. So, Cosmic Cow. Bin jetzt mal gespannt, wie viele Leute. Oh, 20%. Wir könnten natürlich ein bisschen Essen da vorlegen. Aber I don't care. So, wir haben den Park gerockt. Das würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Denn wir haben leicht, mittel und schwere Ziele erreicht. Nice. Ja, das war zu spät. 50 Cent. Well, thanks. Thanks. Dann kann ich ja jetzt endlich noch ein Riesenrad bauen. Nee, ich denke, alles in Ordnung. Und ich denke, da auch fast Richtung Klassiker-Status geht, dass wir da bald auch was reisen können. Vor allem Nagito Runner ist das am höchsten dekorierte Fahrgeschäft. 4,5 Sterne. Naja, nicht ganz, aber fast 4,5 Sterne. Was ziemlich geil ist, ja. Man natürlich hier nochmal probieren könnte bei Gelegenheit. Ich denke nur, es ist gesperrt. Nee, wir können es verkaufen, die Monorail wegzumachen und stattdessen anders zu gucken. Aber wie ich schon sagte, das schauen wir uns irgendwann auch nochmal weiter an. Denn das war's für den Park und wir sehen uns im nächsten Park wieder. Yay! Yeah.